Okay, hier kannst du stehen bleiben. Nein, ey, wenn ihr nein, warte! Welcome back auf diesem Kanal von Mach mal mit Obi. Wir haben heute eine reizende Idee für die reizende Jessie. Die hat nämlich bald Geburtstag. Und was machen wir? Sie hat genau in einer Woche Geburtstag. Und wie wir wissen, was mag Jessie am meisten? Kakao! Genau, und deswegen dachten wir uns, wir machen einen XXL Kakaostand, wo wir Kakao herstellen können, wo wir Kakao trinken können, wo wir Kakao mixen können, wo wir Kakao essen können. Wir können alles machen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Das findet ihr jetzt in diesem Video raus. Let's go! Woo! Okay, also wir brauchen jetzt erstmal einen Plan, okay? Wie sieht die Kakaobar überhaupt aus? Also, wir brauchen erstmal ein Viereck. Reifen, weil das Ding soll ja transportabel sein. Zwei. Mhm. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Okay, so. Dann Reifen. Brauchen wir eine Station, wo Kakaopulver rauskommt. Okay, hier kommt das Pulver raus. Und dann brauchen wir Milch. Milch? Ja, das ein heißt Kanister. Irgendwie wie so bei einer Bar halt, dass man einfach nur sein Glas hinstellen kann, dann kommt da Milch raus. Dann muss man noch eine Station haben, um zu rühren. Da können wir ja eigentlich gleich die Maschine benutzen. Dann kann man so, wenn man hier noch so einen Adapter hinmacht, dann kann man so. Das dreht sich ja so. Wow. Elektrisch. Okay, das heißt so ein Drehteil. Warte, wie sieht das aus? Hier so ein Kopf. Und dann geht da so eine Maschine runter. Cool. Und dann, damit das noch ein bisschen schöner aussieht, müssen wir dem Ganzen noch einen Namen geben und machen hier noch so ein Schild hin, oder? Also Shelly, das wird wirklich das Krasseste, was wir, glaube ich, jemals allgemein auf dem Obi-Account ist, glaube ich. Also ich bin gespannt. Ja, und während wir jetzt die Materialien holen, könnt ihr ein Abo da lassen und ein Like geben und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Fertig! Okay, während du das gemacht hast, habe ich hier schon die Rückwand vorbereitet und das Schild, was wir dann noch bemalen müssen. Und da kommt dann auch der Name drauf. Macht mal einen Vorschlag in die Kommentare. Ja, wir werden es eh nicht sehen, aber macht mal einen Vorschlag. Okay, also Shelly hat die Rückwand schon fertig gemacht. Ich muss sagen, ich bin stolz. Ich habe zwar den schwierigeren Teil gemacht, aber trotzdem super. So. Andersrum? Nee, doch, ja. Andersrum. Die also schöne Seite nach vorne. Besser aus, wie schon gesagt. Shelly, du bohrst, okay? Lefty Lucy, righty tighty, damit ihr wisst, wie die Schrauben fest werden. Nice. Jetzt noch die andere Seite. So, danke Leute fürs Zuschauen. Wir sind fertig. Was? Wir sind noch nicht fertig. Wir haben was vorbereitet und zwar eine Fliesenoptik. Und dafür müssen wir erstmal hier das doppelseitige Klebeband abbringen. Du mal schon mal die Matte. So, wir haben das gemeinsam ausgewählt und jetzt ballern wir das auch gemeinsam drauf. Aber nee, falsch rum, weil wir haben hier so eine Öffnung, wo dann der Milchschaumschlauch durchgeht. Genau. Also wenn ihr sowas nachbauen wollt, dann am besten mit jemandem zusammen. Weil alleine wird schwierig. So, wir haben fertig gebrainstormt und jetzt zeigen wir euch, was dabei rauskam. Und zwar, Emir? Ja, also wie wir sehen, es fehlen auf jeden Fall die Maschinen. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz hinter die Kulissen. Wir haben einmal, ich nenne ihn den Kakaogenerator 2000, der von meinem Vater, der Onkel, sein Cousin, von meiner Mutter, die Tochter, hat das damals erfunden. Und zwar, wir nehmen jetzt Kakaopulver, der kommt hier oben rein. Da machen wir das Ganze wieder zu. Und dann müsst ihr euch vorstellen, haben wir hier so einen Hebel. Einen Moment. Ich kenne mich so gut aus, deswegen habe ich es gerade falsch hingestellt. Wir tun sozusagen die Tasse darunter. Wir haben den Pulver. Dann, jetzt ganz gut zuhören, dadurch, dass es jetzt hier unten ist, haben wir hier so ein Loch drin. Wenn wir das jetzt hier verschieben, da fällt immer so eine perfekte Menge an Kakaopulver runter durch das Rohr. Und dann schieben wir hier einmal und zack, die fällt in ein Glas. Genau. Und was kommt als nächstes? Die nächste Station ist nämlich der Milchspender. Dafür habe ich das hier entwickelt. Das wird hier dran gemacht. Nachdem du den Kakao bekommen hast, machst du Milch dran. Und dann fehlt eigentlich nur noch die letzte Station. Und das ist der Mixer. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir die Bohrmaschine dafür nehmen. Dann haben wir jetzt so einen speziellen Verschluss gemacht. Und wenn du jetzt drückst, dann rührt das perfekt um. Ja, ich würde sagen, das müssen wir jetzt alles aber erstmal anschrauben, weil jetzt ist es auch ein bisschen locker. Ja. Okay, Bohrmaschine. Fest! Ja, ist fest. Hältst du den Milchspender? Yes. Teamwork Beste. Das hört sich gut an. Ja. Nächste Schraube. Okay. Sehr gut. So, jetzt kommt der Mixer und genau, du musst den Schlauch einmal, einen Moment, so. Mhm. Du musst jetzt einmal bohren und ich muss ganz fest drücken. Eine Schraube mache ich noch. Ja. Also, falls ihr euch fragt, wozu der Schlauch da ist, also natürlich, ihr seht, wenn der Schlauch jetzt nicht da wäre,
es würde von selber funktionieren und es piept auch sehr laut. Deswegen, der Schlauch zieht das Ganze zurück. Ich muss jetzt hier hinten so einen Knoten machen. Mit Köpfchen. Und jetzt haben wir eine Kakao-Mixmaschine, indem wir einfach mixen. So, jetzt müssen wir nur noch das Schild beschriften und dafür müssen wir uns noch einen Namen überlegen. Ja. Ich schlage vor Kakao-Bar. Kakao-Bar, was ist denn das? Ihr wisst, was ich meine. Wir machen Kakao-Bar. Okay, wer malt? Du, weil du den Namen nicht wolltest. Also wir haben jetzt so einen braunen Stift natürlich, damit es ein bisschen aussieht so wie Kakao, als ob wir mit Kakao geschrieben haben. Aber wir müssen auch erstmal vormalen. Er muss den Stift testen und ich kann währenddessen mal das O von unserer Kakao-Bar. Ja, der Stift ist ein bisschen flüssig, aber Kakao ist ja auch flüssig. Ich weiß nicht, warum ich dran gerochen habe. Oh, ich sehe jetzt schon, das wird schwierig. Okay, Leute, Update, man muss pumpen. Dann kommt die Farbe raus. So, ah, schau, jetzt geht's. Okay, doch, jetzt habe ich wieder ein gutes Gefühl. Die Skizze ist jetzt eigentlich so weit. Chili, was ist das? Was steht hier? Kaakka? Also, ich habe das ein bisschen zu meinen Links gemacht, deswegen musst du das alles ein bisschen. Oh mein Gott. Egal, das kriegst du schon hin, Emir. Okay, also ich werde jetzt nicht reden, weil ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren, Leute. Ja, lass dich nicht ablenken. Emir, warte! Chili, du, also ich mache keine Witze. Es ist Jessys Geburtstag, ein sehr wichtiger Tag. Und wir machen hier eine Kakao-Bar. So, wir haben schon mal das Kaka. Jetzt kommt der Strich. Jetzt kommt das O. Gib mir ein O. O für Obi. Wow, der war gut. So, B. Jetzt kommt noch ein A. Oh Gott, irgendwie, ich habe es mir auch schöner vorgestellt. So, Emir hat das so dünn gemacht. Jetzt machen wir das Ganze noch mal ein bisschen dicker. Super machst du das. So, ich glaube, der Strich passt. Der muss ja nicht. Okay. Okay. Ja. Alles gut. So, das O. Magst du Kakao eigentlich? Also ich bin jetzt ein bisschen Team Kaffee geworden. Oh, aber nee. Früher immer Nein. Kakao. Kaffee. Mm-mm. Das ist ja auch keine Kaffeebar, sondern eine Kakao-Bar. Hä? Chili! Es sieht ja, übel gut aus. Am Anfang war es noch ein bisschen. Hey, du hast es so gut gemacht. Danke. Hä? Das ist das erste Mal, dass ich Kompliment von ihm kriege. Also wirklich, einmal, ich habe gespuckt sogar. Ich werde hier ganz emotional. Wow. Jetzt müssen wir das nur noch anbringen. Und ja. Lass noch ein paar Sticker draufkleben. Das passt gut zu Jessie, denn sie ist eine coole Maus. Komm, den machen wir auch, der ist auch süß. Wow, okay, und das Ganze kommt jetzt hier drauf. Okay, ich schraub das, Emir. Hä, das müssen wir nicht schrauben. Doch. Echt? Da sind Schrauben, sonst fällt das doch runter. Schau. Oh ja, wir sollten schrauben, ja. Du hast recht. Emir, festhalten, ich schraube. Ja, ich halte. Fest aber. Beeil dich. Hast du es fest? Ach so, nein. Ah, doch. Hast du es? Ich glaube. Oh. Jawohl. Oh. So, und noch eine letzte. Woo! Also, wir hatten jetzt noch eine Idee. Und zwar wollen wir mit unseren Daumen und Farbe ein Herz machen für Jessie, weil wir lieben sie. Hier? Ja. Oder da? Komm, wir machen mal hier. Ja. Hä? And wow. Fertig mit der Kakao-Bar. Hey. Hat dir jemand Kakao-Bar gesagt? Ja. Ich hab Kakao für euch. Ja, dann komm rein. Für die, die ihn nicht kennen, das ist Leon, a.k.a. Celtics. Und der war einkaufen, weswegen erst jetzt kommt. Ey, Leute, wollt ihr mir helfen? Ich habe eine richtig geile Idee. Ich habe es auf TikTok gesehen. Da vorne können wir eine richtig geile Deko machen mit dieser Kakao-Bar. Dann nimm du das und wir nehmen den Wagen. Let's go. Okay. Leute, ich habe mir was richtig Cooles überlegt. Nämlich kann man mit diesen Crepe-Bändern hier ein richtig schönes, buntes Zelt machen. Ich glaube, das wird richtig geil. Und was machen wir mit dem hier? Ah, die. Du bist doch auch schon eine schöne Deko. Ich bleib einfach so stehen. Zack. Wow. Oh, okay. Alles gut, Shirley, du fällst gleich runter, glaube ich. Nee, nee. Alles klar. Alles hier safe. Also, mir würde es gefallen, wenn ich sehen würde. Okay, Leute, aber wir dürfen das Kreppband hier nicht vergessen. Ich habe es sogar schon vorgeschnitten heute Nacht. Einfach oben drüber. Boah, du hast aber ganz schön viel von denen geschnitten. Ja, das war eine Nachtsession, ey. Aber seht ihr meine Vision? Ja. Sieht doch schön aus. Wir müssen jetzt noch ungefähr so 5000 Stück da dran machen und dann wird es schon wundervoll aussehen. Ich glaube, Jessie wird es gefallen. Okay, schnell, 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 schnell. So, ich habe aus diesen Rohren jetzt eine Vase gebaut. Die muss ich jetzt nur noch befüllen und zusammenstecken und dann ist die Deko auch schon fertig.
Boah, das hat so lange gedauert, aber schaut euch dieses Meisterwerk an. Das Zelt ist fertig, ich bin sehr zufrieden und Jesse wird sich hoffentlich freuen. Also Leute, wir haben ein paar Alternativen gefunden. Wir haben jetzt beispielsweise als Teller einfach so Farbkastendeckel, aber ich meine, es funktioniert auch. Da haben wir für die Servietten haben wir beispielsweise so Rohrverbinder und wir haben ja natürlich kein Besteck, deswegen habe ich jetzt einfach so Spachtel genommen, aber ich denke, damit können wir auch etwas ganz Bestimmtes essen und zwar Kuchen! Ich habe so Bock auf Kuchen, jetzt fehlt eigentlich nur noch Jesse. Ich habe ihr geschrieben, ich hole sie, schnell. Ja! Jesse! Jesse! Kannst du einfach sagen, was du mit mir machst, bitte? Ich mach gar nichts mit dir, du läufst jetzt, Achtung, keine Angst. Also ich wenn du Wasser auf mich. Nein! Okay, hier kannst du stehen bleiben. Nein, ey, wenn ihr nein, warte! Nein! 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 Wow. Ich hab dich geprankt. Das ist die Kakaober. Die kann ich jetzt einsammeln. Ja, du brauchst jetzt erstmal ein Glas. Okay, das ist jetzt die Premiere, wie diese Kakaober funktioniert. Und erstmal muss man hier pumpen, damit ein bisschen Druck aufgebaut wird. Denn kommt wir wollen da noch Milch raus? Ja. Nee, da kommt keine Milch raus. Emil macht das jetzt und ich mach den letzten Schritt. Also, das ist Schritt Nummer 1. Wir haben hier den Kakaopulver. Warte ganz kurz, ich will einen doppelten. Ein Doppelten? Okay, dann machen wir zwei Ladungen. Ich halte. Genau, halte. Also drunter und das Loch. Und jetzt schiebst du. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hab's noch nicht auf. Oh, okay, warte. Wie, zwei. Mach zwei. Mach mal drei. Mach drei. Komm, wir machen drei. Komm, alle guten Dinge. Vier? Nein, drei. Okay, was jetzt? Nächster Step: Milch. Halt's hin und dann musst du einfach drücken und dann kommt Milch raus. Einfach das, so. Genau, einfach. Oh. Okay. Das war wohl ein bisschen zu viel Druck. Sorry. Es ist so Turbo-Milch. Ja. Aber es funktioniert. Okay, und jetzt hast du einen Löffel. Shirley, übernimm. Bitte. So, jetzt können wir das hier runterstellen. Was ist das? Ist es Kompassanra? Nein. Oh, ich hab so Angst. Mach mal ganz. Wow. Okay. Wow. Also ich muss sagen, also wow. Respekt, Respekt. Kann ich mal trinken? Jetzt kannst du probieren. Oh wow. Ja! Geil! Das ist auch übrigens dein Geschenk, also du kannst es mit nach Hause mitnehmen. Ich nehm's mit nach Hause. Ja, ey, ja, also ey, stopp! Aber bevor wir nach Hause gehen, dreh dich mal um. Guck mal, was wir hier für dich gebaut haben. Ja. Natürlich gibt es Kuchen. Gerade ich sagen? Okay, warte. Habt ihr das zusammen und das auch? Alles zusammen? Teamwork? Ja, ja, Teamwork. Oh. Teamwork. Weißt du, was das für eine Arbeit war? Es gibt Stifte. Ja, kannst du anmalen. Ja, hier kannst du draufmalen. Irgendwie habe ich jetzt auch Lust zu malen. Also, ich bin ehrlich, Leute, danke für diese Party. Ich hatte nämlich noch nie so schöne Deko in meinem Zimmer. Tja, und wenn ihr mehr solche Ideen sehen wollt, dann lasst doch auf jeden Fall mal ein Abo da, kommentiert und liked das Video. Also, Leute, schreibt sehr gerne für Jesse Geburtstagswünsche in die Kommentare. Ich denke, sie wird sich freuen, oder? Ja. Okay, sehr gut. Und wenn ihr jetzt auf dem Display guckt, seht ihr hier noch ganz viele andere coole Videos von Obi. Die könnt ihr euch sehr gerne reinziehen. Und wisst ihr, was ich mir reinziehen werde? Den Kakaoautomat, den stelle ich mir in mein Zimmer neben mein Bett. Und ich werde, glaube ich, weiß nicht, viermal am Tag Kakao trinken. Ich würde sagen, alle bitte Kakao in die Hand. Anstoßen. Dann anstoßen. Ciao, Kakao!